Herr Leuschel. Das Bild kann man zunächst mal dahin verstehen, dass Stuttgart ein ganz bedeutender Wirtschaftsraum ist mit sehr vielen Zügen, die alle hintereinander fahren. Das ist nicht anders wie in anders großen Bahnhöfen. Und auch in Mannheim oder in Ulm, wenn man von einem Bahnsteig zum anderen muss, muss man dann, ich sage einfach mal, leider die Treppen oder den Fahrstuhl benutzen. Das ist einfach so. Wir möchten nur zu dieser Folie sagen, das ist ein Arbeitsstand von der SMA, das sind die Studien, die wir ja noch bewerten wollen. Richtig ist, dass die Züge hier, wie es sich darstellt, hintereinander die Gleise belegen, die 8 Gleise in einem möglichen Optimum. Dass wir sehr viele Dinge uns noch genauer angucken müssen und wollen, haben wir heute Morgen gesagt. Wir reden über einen Fahrplan etwa 2018, 2019, 2020. Da sind wir noch nicht fein so durch, dass die Anschlüsse heute schon alle abbildbar sind. Wir müssen auch unterstellen, Herr Palmer, Sie haben so nachhaltig letztes Mal dargestellt, für mich gut verständlich, dass ein Kopfbahnhof eigentlich so schön ist, weil man da so bequem umsteigen kann, im Gegensatz zum Durchgangsbahnhof, wo man dann, wie Sie hatten heute Morgen Köln Hauptbahnhof gebracht, innerhalb von, die Zahl sage ich jetzt, 6 oder 8 Minuten von einem Bahnsteig zum anderen muss. Das, was uns Frau Starke letztes Mal vorgestellt hat hier, war ja, dass wir auf sehr vielen, nämlich gerade auf den wichtigen Relationen Baden-Württemberg, sei es nach Tübingen, sei es nach Norden, im 30-Minuten-Takt fahren. Auch der Fernverkehr geht tendenziell zum 30-Minuten-Takt. Dass die Umsteigebeziehungen, die sich ergeben, dann immer irgendwo unter 30 Minuten liegen werden. Und wenn Sie eine Fernrelation nehmen von Tübingen, ich sage mal nach Köln, wie Sie gefahren sind, oder von Köln nach Tübingen, dann muss man die 23 Minuten, die Sie heute Morgen kritisiert haben, schon etwas relativieren. Und je dichter das deutsche Netz befahren wird, da ist es wie in der Schweiz und wie in Holland, desto weniger wird die Möglichkeit sein, um eine große Grundpünktlichkeit im Netz zu haben, mit Zügen zu warten, weil sie das nie wieder einfangen können, neben dem allgemeinen Störgeschehen. Von daher sind bei einem Grundtakt von 30 Minuten, den Sie auf den wichtigsten Relationen in Deutschland haben in den nächsten Jahren, die Umsteigezeiten immer irgendwie moderat. Im neuen Bahnhof, da müssen Sie ja vom Gleis 2 zum Gleis 7 kommen. Nicht? Und das erreicht man wahrscheinlich wodurch? Durch ein Laufband oder ein Tunnel? Oder? Nein, durch die Überführung. Wir haben 5 Abgänge von den Bahnsteigen. Also Brücken. Ja, der Bahnhof liegt ja unterirdisch. Man geht nach oben. Ähnlich wie in Mainz Hauptbahnhof das heute ist. Früher ging man in Mainz durch den Tunnel, heute geht man in Mainz über eine Brücke. Also in dem Stuttgarter Tiefbahnhof wird man über 5 Abgänge pro Bahnsteig in die nächste obere Ebene gehen, das die Verteilebene ist. Also 5 Brücken. Nein, der Bahnhof liegt ja im Tunnel und darüber ist eine Platte, so muss man sich das vorstellen. Und diese Platte ist die Verteilebene. Und von jedem Bahnsteig sind an 5 verschiedenen Stellen Aufgänge mit festen Treppen, Rolltreppen sowie auch einige Fahrstühle. Gut. Und dann läuft man oben zu dem Bahnsteig, ja, zu dem man will. Ja. Na gut, aber eine große Brücke. Ja. Gut. Ja. Okay. Schön. Und die Entfernungen und die Zeit, die man braucht von einem Gleis zum anderen, die sind dann schon berücksichtigt. Es gibt sogenannte Mindestübergangszeiten, wie wir sagen, das gilt für jeden Durchgangsbahnhof. Die werden etwas unterschiedlich definiert, die liegen bei 8 Minuten so in der Regel. Aber ich würde vielleicht in diesem Fall ganz gern das Wort nochmal an Herrn Dr. Weigand geben zu dem Stand der Fahrplanbearbeitung unter Berücksichtigung der Anschlüsse. Muss der Rollstuhlfahrer von vornherein rechnen, dass er erst den übernächsten Zug kriegt? Alle Bahnsteige haben einen Fahrstuhl, erstens. Zweitens, unsere mobilitätseingeschränkten Reisenden, die wir im gesamten Netz haben, für die haben wir einen Service deutschlandweit, wenn die sich per Telefonnummer für ihre Reise anmelden, und das klappt sehr gut, sie müssen sich anmelden, das ist die Voraussetzung, dann haben sie eine Umstiegshilfe. Okay, also
lassen wir das so im Raum stehen. Ergänzung zum Fahrplan. Der Fahrplan ist ja ein erster. Herr Weigand, es hatte sich der Herr Conradi gemeldet. Oder sind Sie von jemandem beauftragt worden? Von Herrn Leuschel. Ja, bitteschön. Dann ergänzen Sie bitte, was der Herr Leuschel gesagt hat. Der Fahrplan ist ja eine erste Studie, wie kann man verkehrlich am besten das Land verknüpfen. Wir haben auf Basis dieses Fahrplans mal die Gleise optimiert und haben festgestellt, dass sich das problemlos unterbringen lässt. Sie müssen denken, in der normalen Verkehrszeit haben Sie 28 Züge pro Stunde. Das heißt, Sie haben 3,5 Züge pro Gleis im Schnitt. Das heißt, pro Gleis haben Sie ja dann 17,5 Minuten sozusagen im Schnitt. 5 Minuten braucht man für die Belegung. Das heißt, diese Aussagen, enge Gleisbelegung stimmt nicht, keine Pufferzeit stimmt nicht, weil Sie haben ja dann pro Zug sozusagen rechnerisch erstmal 12 Minuten Pufferzeit. Und Verspätungsübertragung können Sie nur nachweisen, wenn Sie eine Simulation machen, wobei natürlich dann die Strecken davor und dahinter mit zu betrachten sind. Auch dazu haben wir Studien gemacht. Ja, was bedeutet Ihre Aussage jetzt im Hinblick, dass es nicht stimmt? Dass wir nicht diesem Chart zustimmen können, weil diese in dem schwarzen Kasten stehenden Aussagen alle nicht stimmen. Ja, warum zeigen wir dann die Folie? So, von der Kollegen hier. Also, Herr Palmer. Also, da muss man es, glaube ich, mal ausholen. Das ist eine ganz wichtige Frage. Wie sind die Anschlusssituationen im geplanten Bahnhof? Und nochmal zur Verdeutlichung. Wir haben ja eine Situation, wo wir hier jetzt eine Woche hatten, Ihre Unterlagen anzugucken. Mehr hatten wir nicht. Und wir machen das hier zum Teil bei Nacht und mit anderen Berufen nebenbei, während Sie als Profis mit den besten Leuten der Welt, Mappus, die besten Experten arbeiten daran, jetzt das bestgeplante Projekt des Jahrhunderts seit 16 Jahren bearbeiten. Und wenn wir Sie dann mit Ihren eigenen Ergebnissen konfrontieren, dann sagen Sie, ja, das sind ja Zwischenstände und da wird noch optimiert und erster Stand und erst 2018 muss ein Zug fahren. Kann ja schon sein, aber Sie haben schon abgerissen und wollen bauen. Und Sie sollten vorher wissen, wie die Züge durchkommen. Und jetzt gibt es eine Optimierung, die hat SMA vorgenommen. SMA hat versucht, die Züge durch diese vielen Engpässe, die wir nachher mit der Schneckengrafik sehen, durchzukriegen, ohne dass sie Fahrzeitverluste haben. Das heißt, er muss immer sofort frei sein, das Signal muss auf grün stehen, der Zug muss mit der maximal zulässigen Geschwindigkeit durchkommen. So wollen sie fahren. Und weil es diese vielen neuen Zwangspunkte gibt, sie bauen eine zweigleisige Strecke ohne Kreuzung ab, die Gäubahn, und ersetzen sie durch Mischverkehr mit S-Bahn, eingleisigen Kurven und so weiter und so fort, haben Sie so viele Punkte, die Sie beachten müssen und so wenig Kapazität auf den Strecken, dass im Bahnhof dieses Bild rauskommt. Jetzt entgegnen Sie, theoretisch gibt es, wenn man die gleich verteilt über die Stunde, auf allen Gleisen so und so viel Platz. Theoretisch gibt es diesen Platz. Dass aber das Bild so schlecht aussieht, zeigt, wie eng die Infrastruktur ist. Das ist die logische Schlussfolgerung daraus. Wenn SMA, die besten Leute der Welt, Ihnen dieses Bild produzieren, das haben Sie nicht uns gemacht, sondern Ihnen, dem Auftraggeber, und sagen, wenn ihr das alles berücksichtigt, was es an Problemen bei eurer knapp bemessenen Infrastruktur gibt, dann müsst ihr im Bahnhof so fahren. Dann ist das eine sehr starke Aussage. Das ist nicht irgendein Zwischenstand, sondern das heißt, dass die besten Leute der Welt es noch nicht besser hinbekommen haben. Das ist die Aussage. Und die von Ihnen kritisierten schwarzen und weißen Dinge, die sind nicht zu bestreiten. Die sind da rot auf grauem Untergrund von Ihren Experten so dargestellt. Das sind zwei Beispiele. Anschluss weg, bestreiten Sie das, dass auf dieser Gleisbelegung von SMA so vorgesehen, da ist jetzt egal, auf welchem Gleis der Anschluss weg ist, dass ein Zug, der zur Minute 14 ankommt, dass ein Reisender dann es nicht schaffen kann, den Zug, der 2 Minuten vorher weggefahren ist, zu erreichen. Bestreiten Sie das? Das können Sie nicht bestreiten. Und wenn Sie jetzt diesen Fahrplan, den Ihre eigenen Leute ausgearbeitet haben, auf solche Situationen untersuchen, das sind die beiden kleinen schwarzen Kreise, dann sehen Sie, dass immer massenhaft untereinander senkrecht leicht versetzt die Züge rein- und rausfahren. Wie gesagt, die können Sie nicht einfach nur 2 Minuten verschieben oder so, sondern die müssen genau da fahren wegen der Strecken vorher und nachher. Das heißt, Sie sehen hier massenhaft Situationen, ich könnte Ihnen jetzt 20 benennen, von Ihren eigenen Leuten, wo da steht, wenn der eine Zug reinfährt, fährt der andere gerade raus. Und besser geht es nicht in Ihrem Tunnelbahnhof, während es heute schon im Kopfbahnhof viel, viel besser ist, man kann die Anschlüsse planen. Das Problem ist, dass Sie nicht beides schaffen. Sie können nicht die Züge schnell durchfahren lassen
und gute Anschlusssituationen herstellen. Sondern Sie können nur die Züge schnell durchfahren lassen, wenn Sie auf die Anschlüsse keinerlei Rücksicht mehr nehmen. Und dann kommt das, und das war vorher der Bezug zum Gemüse, dann kommt dieser Kraut- und Rübenfahrplan raus. Es geht nicht anders. Ist kein Vorwurf an SMA. Es geht nicht anders wegen Ihrer Infrastruktur. Und die enge Gleisbelegung, die können Sie sehen. Wenn Sie mal das zweite Gleis von unten angucken, das belegt ist, da sehen Sie in der Mitte drei Züge, die direkt hintereinander fahren, ohne dass das Gleis jemals frei wird. Das nenne ich eine enge Gleisbelegung. Und von der Sorte können Sie auf diesem Bild massenhaft Beispiele finden. Das heißt, Ihr Gutachten, Ihre 16-jährige Planung ist heute nicht weiter als über diesen Stand hinaus. Wenn Sie die Züge schnell durchkriegen wollen, gibt es keine Anschlüsse im Tunnelbahnhof. Und noch schlimmer, das Gleiche gilt für die anderen Umsteigebahnhöfe auch. Der Flughafenbahnhof, und darauf haben sich meine 23 Minuten bezogen, wir können es nachher noch zeigen, der Flughafenbahnhof bestehen die gleichen Engpassverhältnisse, die Züge müssen zu bestimmten Minuten durchfahren und deswegen können Sie keinerlei Anschlüsse herstellen. Deswegen stehen Sie länger im Flughafenbahnhof rum beim Umsteigen aus Tübingen, als es braucht, um runterzufahren, mit dem Schnellbahntunnel in den Hauptbahnhof umzusteigen und wieder hoch. So schlecht sind Ihre Anschlüsse. Und dann brauche ich auch nicht über eine Drehscheibe am Flughafen zu reden. Die gibt es gar nicht. Es ist keine Drehscheibe. Es ist eine Wartestation. Sie können schöne Wartehäuschen dahinstellen, aber es ist kein Umsteigebahnhof. Und das alles kommt von der knappen Infrastruktur. Und jetzt bitte sagen Sie mir, was ich falsch aus Ihren Gutachten zitiert habe. Was habe ich falsch zitiert? Das will ich jetzt wirklich mal wissen. Was ist falsch? Darf ich dazu was sagen? Herr Conradi, wollen Sie da noch zusätzlich was sagen? Und dann kommt ja, ich würde da gerne anknüpfen. Herr Dr. Geisler, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass ein Konflikt besteht zwischen Reisenden, die im durchgebundenen Zug sitzen, also etwa von Karlsruhe nach Tübingen, und zu den Reisenden, die in Stuttgart, nicht in Tübingen aussteigen, sondern in Stuttgart auf andere Züge umsteigen. Das ist wohl der Konflikt, um den es geht. Sie nicken. Und da sind in Ihrem Beispiel, in Ihrem Konzept das Beispiel dargelegt, dass der Zug von Karlsruhe nach Tübingen in Stuttgart 40 bis 42 Minuten hält, also 2 Minuten. Dann kommt sofort der nächste von Crailsheim nach Singen. Wer von Karlsruhe kommt, der kann jetzt in den folgenden Zug nach Singen umsteigen. Aber wer von dem Zug von Crailsheim nach Tübingen wollte, der kann nicht mehr umsteigen, der ist schon draußen. Und der nächste Zug ist genauso. Das heißt, Sie haben durch die enge Zugfolge, die Sie doch nicht machen, um den Fahrgästen was zu ermöglichen, sondern weil Sie sonst den Bahnhof gar nicht freikriegen, schicken Sie dauernd Züge weg, die eigentlich aufeinander Anschluss haben sollten. Das ist doch der Hauptvorwurf hier, dass dieser 8-gleisige Bahnhof keine Umsteigemöglichkeiten schafft, wie der 16-gleisige sie hat. Das ist der Vorwurf, und mit dem müssen Sie ausräumen und nicht mit dem Hinweis, es sei für den durchgebundenen Verkehr ein bisschen besser, aber für alle anderen wesentlich schlechter. Also gut, das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Und jetzt, wer möchte darauf antworten? Der Käfer. Der Käfer. Der Herr Becker hat sich, glaube ich, auch gemeldet. Bitte schön, der Käfer also, hat immer den Vorrang.